Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timber and Stone, wo unsere kleine Siedlung jetzt neu erblüht. Die Mauern werden fleißig gebaut. Wir müssen warten, bis hier ein paar Stellen ausgegraben sind, damit wir die Mauer hier komplettieren können, denn auf Schrägen klappt das mit dem Stein leider nicht so gut. Von daher müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben, denn hier ist noch ordentlich was abzubauen. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, warum steht unsere Woodchopper, unser Frederick hier? Wir stehen beide hier. Ah ja. Wahrscheinlich ist das Storage für Holz schon wieder voll. Ja. Es ist schon wieder voll. Das heißt, wir müssen es direkt mal upgraden. Auf die nächste Stufe. Und dann müssen wir auch auf jeden Fall ein neues Lager bauen für verarbeitetes Holz. Denn sonst wird uns das gleiche wieder volllaufen hier. Mensch, wo ist es denn? Da, Storage, Wood und Timber Pile. Direkt daneben. Ja, vielleicht so ein bisschen hier so an die Seite. So, schön in der Nähe zur Timbering Bench. Okay. Ja, jetzt haben sie ihr Holz abgeladen und gehen wieder Holz hacken. Wunderbar. Ich würde gerne hier mal kurz dieses ganze Zeug sie wieder abwählen. Weil ich möchte, dass der andere Bereich zuerst gemacht wird. So. Genau. Hier und hier. Na, das muss auch noch weg. Damit wir da mal zuerst weiterbauen können, unsere Mauer. Dementsprechend auch hier. Und hier. So machen wir es. Genau. Hier bis zum Boden runter. Das geht dann relativ schnell, dieses kleine Stückchen. Das hier können wir uns auch sparen fürs Erste. Wir müssen nur diese zwei Stücke wegbauen. Und da. Und sonst haben wir es, glaube ich, überall vollständig. Na, der Baum müsste gefällt werden. Na. So, die gehen ja eh gerade daher. Wir können aber hier sagen, chop down tree und remove the tree stump. Dann wird er nämlich komplett entfernt. Ebenso das gleiche bei diesem hier. Und sonst war da eigentlich nichts mehr im Weg. Da müssen wir nur noch warten, dass diese kleinen Stellen jetzt abgegraben werden. Dann haben wir es schon. Okay. Sehr schön. Er braucht eine neue Picke. Die soll er sich mal holen. Vorräte sind entsprechend in der Tool-Chest genügend vorhanden. Ja, 11 Timber, das funktioniert also auch. So, und unsere Farmerin hat jetzt nichts zu tun. We don't have the materials to craft the straw bed. Wir haben noch kein Leder. Unsere Forager müssen dafür zunächst einmal auf Wölfe stoßen. Oder ja, wir könnten auch wild komme ich gerade nicht drauf. Wildschweine, genau. Wildschweine töten. Die bringen nämlich auch entsprechend Leder mit. Ja. So. Und wir müssen uns natürlich dann auch mal langsam überlegen, ob wir schon einen Herder einstellen. Sprich jemanden, der sich um Tiere kümmert. Ist am Anfang eigentlich noch fast ein bisschen früh, würde ich sagen. Vor allem, wo bauen wir das hin? Wo bauen wir das Gehege hin? Ich würde es gerne hier an die Mauer bauen, die ist aber noch nicht fertig. Ja, dann warten wir also wirklich noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Ich stelle die Zeit mal auf schnellen Vorlauf, das sind wir ja schon gewohnt. Dann geht alles ein bisschen flotter, wir müssen nicht so lange warten. Wir müssen mal eben wieder einen Stonemason herstellen, bereitstellen. Weil Werkzeuge fehlen und ich glaube, wir hatten Gérard, der jetzt Builder ist als Stonemason. Dann mal wieder ran ans Werk. Frisch ans Werk für neues Werkzeug. Uns fehlen Picken, uns fehlen Äxte. Die müssen wir schon haben, sonst geht's hier nicht weiter. Ha, Abel ist jetzt Level 4 Carpenter, das ist doch schön.
Da lassen sich wieder einige Sachen herstellen, die bisher noch nicht möglich waren. Die Futterkisten sind auch gebaut. Storage sieht soweit gut aus. Ja, dauerhaft zwei Woodchopper brauchen wir eigentlich auch nicht. Das würde ich jetzt nochmal eine Weile so lassen und dann werden wir das sicher umstellen auf einen. Damit wir da nicht ständig neue Holzlager bauen müssen. Und naja, wir brauchen die Leute auch für andere Sachen. Können uns nicht leisten, die alle nur Holz hacken zu lassen. Es gibt genug zu tun. Aber das wissen wir ja. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus da. Dann können wir da schon mal wieder Wand hinstellen. Construction Wall, Great Stone. Bis hier. Und bis hier. Da können wir auch schon. Da auch. Machen wir ruhig die Lücken schon mal zu. Ah, die Bäume sind weg. Das hat gut geklappt. So. Da können wir eigentlich auch schon. Ja, nächster Schritt ist dann die Wand hochzuziehen auf Höhe 3. Wir sind zuletzt auf Höhe 2 gewesen im alten Dorf, aber hier würde ich sie direkt auf 3 hochziehen. Ich denke, da sind wir dann auf Nummer sicher. Ah, das ist fertig. Sehr schön. Okay. Das klappt ja wie am Schnürchen. Ist ja schön. Es könnte ja auch anders laufen. Könnte auch anders laufen. So, Moment mal. Dick mein, das nehmen wir nochmal weg hier. Ich dachte, das hätte ich eigentlich weggenommen. Wohl vergessen. Aber da ist es mir jetzt erstmal wichtiger, hier die Stellen zu machen, die wir dringend brauchen. Ah, die Menüs sind echt gewöhnungsbedürftig. Da muss ich mich jedes Mal wieder durchhangeln. Auf Deutsch wäre es sicher ein bisschen einfacher, weil es dann, naja, ich sag mal, ein bisschen eingängiger wäre. Aber deutsche Übersetzung haben wir leider nicht. Und ich habe auch nicht gehört, dass eine in Arbeit wäre. Zum Release dann vielleicht. Wer weiß das schon genau. Sehr schön, die Stellen sind zu... Ist das fertig da? Ja, das ist fertig. Dann können wir da auch einen hinsetzen. Da ist es auch fertig. Und da auch. Sehr schön. Läuft doch. So, die Mauer wäre dann geschlossen. Hier würde ich gerne noch eine Änderung vornehmen. Und zwar so einen Zugang zum Strand. Also erstmal müsste hier ja eh eine Tür hin. Aber ich würde das dann gerne so bauen. So. Und so. Einfach nur, damit es nicht ganz so langweilig ist. Und damit sich hier vielleicht ein Fischer hinstellen kann. Oder was uns sonst noch einfällt. Gut. Für den Anfang doch nicht schlecht, würde ich behaupten. Durchaus. Okay. So, wir müssen dem Miner wieder Arbeit geben. Der hat nämlich jetzt wieder nichts zu tun. Mal kurz auf Pause. Sonst geht uns ganz schön viel wertvolle Zeit verloren. Und was wir dann als erstes abbauen, ist hier draußen. Damit wir das fertig haben und damit keiner mehr die Wand hochklettern kann von außen, ist der Bereich jetzt am wichtigsten. Und genauso machen wir es auch... Ja, ich weiß nicht, vielleicht war das hier gar nicht so gut, die Wand hier so hoch zu bauen, weil damit man hier bauen kann, müsste dieser Bereich Erde eigentlich auch weg. Aber das sparen wir uns dann für später auf. Okay, so, geben wir wieder Gas. Der Miner hat ein neues Gebiet zugewiesen bekommen. Und dann schauen wir mal eben, dass wir den Stonemason wieder zum Builder machen, damit die Wand weitergebaut wird. Und ich denke, wir werden dann jetzt einen Woodchopper auch umfunktionieren. Das wäre dann die Letiz... Nee, das ist der Frederik. Und Frederik kann zum Beispiel Carpenter werden. Nee, Carpenter ist Blödsinn. Herder wäre gut. Brauchen wir auch noch. Oder Blacksmith kann er auch gut.
Dann nehmen wir doch erstmal Blacksmith. Ja, wir brauchen beides gerade nicht. Also ich würde jetzt ein Gatter bauen, wo Tiere reinkommen. Und dann können wir ihn als Herder beschäftigen. Und aushilfsweise dann auch als Blacksmith. So. Tiere machen wir hier in die Ecke. Das heißt, wir brauchen ein Livestock Pen. Natürlich nicht zu klein. Ich denke 13 mal 10. Sieht doch ganz gut. Invalid Livestock. Nanu. Warum funktioniert das nicht? Liegt es etwa an den Baumstümpfen? Das könnte sein, ne? Dann nehmen wir die mal weg hier, die beiden. Könnte gut sein, dass die im Weg sind. Ist aber kein Problem. Ich lasse das mal eingeschaltet hier, die Designations, damit man sieht, was so passiert gerade. Dann fallen uns nämlich auch eventuelle Lücken noch auf. So. Bitte macht mal die beiden Stümpfe da zuerst. Da wird gerade Holz abgeladen. Ja, emptying inventory. Ah, da oben läuft schon die Letizia. Stumpf Nummer 1. Und Frederik macht Stumpf Nummer 2 weg. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Livestock Pen 13 mal 10. 13 mal. So groß. Ist doch vielleicht ein bisschen groß. Vielleicht nehmen wir einfach 13 mal 8. Na, nehmen wir 13 mal 9. Ja, das funktioniert. Okay. Dann hat es definitiv daran gelegen. Müssen wir die Wand da ein bisschen höher ziehen. Das machen wir dann jetzt schon auf 3. Construction Walls. Ja, genau. Construction. Oh Mann, oh Mann. So, Construction Walls. Great Stone. Dann hätten wir sie da schon mal entsprechend hoch und natürlich einen Zaun noch drumherum. Wir brauchen natürlich auch einen Eingang, also Doors, Fence Gate. Ist, glaube ich, relativ egal, wie rum man das Gitter baut. Machen wir es hier hin. Und dann natürlich Construction. Utility Fence. Gut. Ich denke, damit kriegen wir es ganz gut hin. Dann werden wir jetzt mal gucken, warum das Storage schon wieder voll ist. Das Wood Storage ist schon wieder voll. Es geht aber schnell. So, Timber Pile und Raw Woodstock. Das ist interessant, ne? Weil das zählt irgendwie zum gleichen. Timber Pile provides 80. Raw Woodstock provides 120. Hm. Dann werden wir das nochmal aufrüsten. Das kostet 6 und dann machen wir das gleich mit. Das kostet 10 Planken. Das ist aber okay. Dann sollten wir da eine Weile Ruhe haben. Oh, keine Pickaxe mehr. Tja, dann muss der Builder erstmal wieder Stonemason sein. Werkzeuge gehen leider ganz schön schnell kaputt. Aber bis wir uns bessere bauen können, wird noch eine Weile vergehen. Dazu müssen wir erstmal in der Lage sein, hier so die Basics abzugraben, wie zum Beispiel Copper, das könnten wir schon. Dann hätten wir da schon entsprechend Zugriff auf diese Sachen. Auf normale Standardbarren zumindest. Womit man dann besseres Werkzeug herstellen könnte. So. Wir sagen nochmal, dass das hier abgebaut wird. Alles, was hier so nah an der Mauer ist. Damit da keiner drüber her kann. Hier lassen wir es, da ziehen wir die Wand höher. Und, oh, ein Wolf. Ein Wolf. So, jetzt geht's ja schon los.
Gott sei Dank bei Cole. Danke für den Tipp, dass man auf den Punkt klippen kann an dieser Stelle nochmal. Super Sache. Da ist der Wolf. Ich hoffe, es ist nur einer. Hast du einen Klapp dabei? Du hast einen Klapp dabei und du trägst 31 Fuß. So, also hier die erste Chance auf Leder oder zumindest auf Fell. Lass mal langsam laufen. Und das ist nur ein Wolf. Den sollten wir schaffen. Wunderbar. Gather resources, dispose of corpse. Das müssen wir leider trotzdem einstellen. Und jetzt hoffe ich, dass er das auch mitnimmt hier. Nee, komm hier, nimm mal das vom Wolf mit. Hallo, Cole. Nimm mal mit. Nimmt er nicht mit. Ist er voll? Ist er vielleicht voll? Ja, er trägt über seinem Limit. Das heißt, er wird jetzt erst zurück zum Dorf gehen. Den ganzen weiten Weg. Und dann irgendwann das Leder holen. Schade. Aber gut, wenn er ganz beladen ist, dann kann er auch nicht mehr wegrennen. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Sollte er jetzt von mehreren Wölfen angegriffen werden, dann soll er lieber sein Inventar erst leeren. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Ich wollte eigentlich auf schneller drücken, nicht auf Pause. Ja, das Fence-Gate steht schon, der Fence leider noch nicht. Dafür braucht es dann wieder einen Builder, der ist aber gerade Stonemason. Hat allerdings jetzt genug Werkzeuge hergestellt, also wieder zurück an die Arbeit. Abel, unser Carpenter, hat gerade nichts zu tun. Das heißt, wir haben über 50 Planken. Das ist auch in Ordnung. Dann kann der in der Zwischenzeit eigentlich auch Builder sein. Oder Stonemason. Oder Taylor oder Trader. Der kann eigentlich einige Sachen gut. Ich würde sagen Builder. Sehr schön. Ich finde das gut. Es macht richtig Spaß, hier zuzusehen, wie die Mauer fertig wird. Zumindest der Grundstock für die Mauer. Auf dass uns solch grässliches Missgeschick wie beim letzten Mal hier nicht passieren mag. Eine Spinne wurde entdeckt, auch von Cole wieder. Cole ist doch noch auf dem Rückweg, oder? Oder ist Cole schon wieder unterwegs? Das sieht nicht nach Rückweg aus. Das sieht ganz und gar nicht nach Rückweg aus. Da ist die Spinne. Zeig mal dein Inventar, Cole. Ja, du hast auf jeden Fall was weggebracht. Spinnen sind nicht so gefährlich. Von daher mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Wir schicken den Cole mal dahin. Muss natürlich noch sagen, angreifen. Und dann geht's der Spinne mit einem Schlag an den Kragen. So, na, wir suchen auch wieder, wir sammeln wieder die Ressourcen davon. Ich glaube, es gibt Spinnenfaden oder so. Wahrscheinlich Spinnenseide. Weiß der Deibel. Weiß der Deibel. So, mal eben kurz gucken, ob wir jetzt Fell vorrätig haben. Raw Materials. Nein, wir haben noch kein Fell. Beziehungsweise Fell haben wir schon. Fur ist ja Fell, aber Leder haben wir nicht. Das heißt, die Betten werden hier nicht fertig. Die Betten lassen sich auch leider nicht auf eine andere Weise herstellen. Da gibt es kein Alternativrezept für, will ich damit sagen. Ja, und wir brauchen wieder einen Stonemason, weil wieder kein Werkzeug da ist. Das heißt, Abel wird jetzt Stonemason. Dann müssen wir Gérard nicht vom Bilder sein, also von seiner Bildertätigkeit abziehen. Und dann soll der Abel mal die Waffen herstellen, die Werkzeuge herstellen jetzt. Und ich glaube, wir lassen den Stonemason dann jetzt auch dauerhaft so aktiv.
Und da wir so viel Holz haben, nehmen wir jetzt auch definitiv einen Woodchopper weg. Und der wird dann... Was fehlt uns denn jetzt gerade? Carpenter fehlt uns gerade. Oh, der Carpenter fehlt uns gerade. Dann wird Frederik jetzt Carpenter. Der ist noch nicht so weit weg entfernt von 3. Weil bisher hat ja... Wer hat denn bisher Carpenter gemacht? Letizia. Nee, Abel war's. Stonemason. Nee, wir lassen hier Stonemason 3 lassen wir bei Abel und Frederik wird Carpenter. Ich denke, das geht schon in Ordnung. Carpenter brauchen wir zwar nicht dauerhaft, aber dann haben wir zur Not auch einen hier, den wir vielleicht schnell mal zur Infanterie machen können. Und wir müssen ja auch noch einen Schmied haben. Wir brauchen dringend Leute. Wir brauchen dringend mehr Futter, weil wir haben nur 112. Das reicht bei weitem nicht. Aber hier wird die Mauer schon ein Stück höher gezwungen. Das ist gut. Eigentlich... Ja. Wir könnten natürlich statt Carpenter auch sagen, Bilder. Damit es ein bisschen schneller geht. Da machen wir das erstmal. Solange ein Stonemason da ist, der Werkzeuge herstellt, geht das auch gut so. Ich denke, das ist eine ganz gute Alternative. 2 Bilder sind gut. Wo wir im Moment so viel haben, was gebaut werden muss. Damit wir dieses Stück hier fertig kriegen. Und einen Herder wollen wir natürlich auch noch haben. Das hätte ich ja bald schon wieder vergessen. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Ja, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Wie wir langsam Stück für Stück weiterkommen hier. Ich hoffe, euch gefällt die Geschwindigkeit. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas gebaut haben möchtet. Wenn ich irgendwas vergesse hier. Wenn ich irgendwelche dummen Fehler mache. Bitte, bitte schreibt's mir rein. Ich weiß... Ihr könnt das, ihr seid gut und ich freue mich auch, dann habe ich was zu lesen. Noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.